Junge, wie geil ist das denn? Einfach ein Formel-1-Polizeiauto. Moin, Leute. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von BeamNG. Meine Damen und Herren, am heutigen Tag gibt es wieder wilde Verfolgungsjagden. Und zwar zum ersten Mal mit einem Formel-1-Wagen. Ah, guckt euch diesen Kriminellen an. Das ist nicht gut. Leute, wir sind auf einer Rennstrecke und müssen den Typen jetzt hier verhaften. Dazu sind wir undercover in unserem Mercedes unterwegs. Ich habe keine Ahnung, ob der überhaupt eine Chance gegen den hat. 3, 2, 1... Go! Boah, Alter, der jetzt... Oh, der hat er einen Motorschaden oder was? Ja, stimmt, weil der die ganze Zeit geballert hat. Man hatte das im Hintergrund schon gesehen. Bleiben Sie stehen! Verbrechen lohnt sich nicht! Oh ja. Oh, ich komm. Nee, er zieht einfach weg. Ah, kurz runter. Ich bin dran. Ich bin dran. Ich schneide ihn den Weg ab. Bleiben Sie... Nein! Er hat mich einfach outplayed, Junge. Er hat gebremst und Paletto ist dann dran vorbei. Aber das wird mir nicht nochmal passieren. Bleiben Sie stehen. Verbrechen lohnt sich nicht. Oh, warte. Schön über den Curb drüber. Oh. Ja, egal. Das war nicht schlecht. Das war nicht schlecht. Ich bin dran. Raus beschleunigen. Oh. Ich bin dran. Ich habe ihn zumindest schon mal berührt. Jetzt. Ich baller ihn weg. Bam. Stopp. Nein! Mein Reifen! Nein! Ich komme nicht an ihn ran. Okay. Kein Problem. Das schaffe ich. Ich muss ihn nur ein bisschen... Vielleicht hier direkt am Anfang. Bam! Einfach hinten alles weg. Der fährt noch. Warte. Der ist gut destroyed. So. Und Gas. Nein! Was denn bei mir? Vorne Reifenplatzer. Aber das kann ich mir eigentlich merken. Ihn hier direkt, na, ich werde mal schauen. Hier einfach gut über die Curbs. Da geht uns ein bisschen der Arsch weg. Sie können doch noch weiter in der Formel 1 arbeiten, Herr Hamilton. Ja, Hamilton ist das, Alter. Der Verbrecher. Oh, jetzt flex ich ihn. Bam! Oh! Ja, obwohl es ist ja eher ein Ferrari. Herr Leclerc. 3, 2, 1. Busted. Damit hat er, glaube ich, nicht so gerechnet. Oh, das könnte jetzt ein bisschen schwieriger werden. Wir haben hier, glaube ich, so ein Porsche Panamera. Das war der mit dem Elektromotor. Und da vorne steht ein Red Bull. Let's go. Wir sind hier auf einem kleinen Highway in Amerika unterwegs. Ich mache das hier mal weg. Auf der Geraden ist er stark. Aber ich glaube, wenn ich jetzt einfach... Ich ziehe einfach durch. Ich werde ihn wegflexen. Mit 260... Oh, in der Kurve. Rein da! Ah, nein! Aua. Fährt er gerade in den See? Ja, also mich hat's ein bisschen erwischt. Keine Ahnung. Ah, der hat einen Reifenplatz. Der hat einen... Ja, oh, schade. Versuch Nummer 2. Also ich meine, V-Max ballert er mich. Also da habe ich keine Chance. Aber er muss ja hier gleich runter. Warte mal, ich gehe mal ein bisschen in Lauer. Nein! Oh, ich verliere ein bisschen die Kontrolle. Aber er wird jetzt hier übertrieben runterbremsen. Und dann knall ich rein. Bam! Ich wollte eigentlich nicht den Berg hoch. Ja gut, ich habe ihn da hinten. Komplette Eskalation ist nicht unbedingt das Beste. Ich muss ihn ein bisschen mehr mit Gefühl wegcrashen. So, ich komme dann nämlich so angerollt und muss ihn dann perfekt treffen. Ja, genau. Oh, das war... Nein! Au! Und er fährt einfach weg. Ah, Paletto, du musst das besser machen. Mr. Formel-1-Fahrer, du gehst mir jetzt so langsam auf den Sack. Warte mal, das ist ein Red Bull. Also da sitzt jetzt Herr Verstappen, Alter. Sie haben doch Millionen. Hören Sie auf, da zu klauen. Ja, wenn ich ihn hier schon erwische. Oh, runterbremsen. Und jetzt einfach rein. Ah! Ja, der ist geflogen. Ja, aber ich bin immer noch nicht in Verhaftungsnähe. Last try jetzt. Das ist der Last try. Wenn nicht, ist Max Verstappen frei. Einfach nur zerbersten. Das könnte ein guter Treffer werden. Oh, nein. Junge, er hat mich als Sprungschanze benutzt. Ich bin da. Warte, ich kann noch fahren. Ja, ran da. 3, 2, 1,
gebastelt. Alles gut. Das ist ein bisschen laut mit deinem Motor. Sag mal, du rauchst. Du rauchst da. Sag mal, warum brenne ich denn jetzt? Was hat denn was verstanden? Warte, schauspielerische Glanzleistung von Paluten. Ah, ich brenne. Hey, wäre gut, wenn du jetzt so Feuer hier machen könntest. Ah! Ja, die Leute von Hollywood rufen bei Paletto schon an. Als ob. Es gibt sogar einen Polizei-Formel-1-Wagen. Aktuelles Ersetzen. Als ob, den habe ich ja gar nicht gesehen. Als ob, ich kann sogar hier einfach Licht anmachen. Junge, wie geil ist das denn? Einfach ein Formel-1-Polizeiauto. Bleiben Sie... Oh, stehen. Alter, der hat ja gar keinen Grip. Was ist denn mit diesem Wagen los? Alter, da darfst du echt nicht zu sehr auf dem Gas stehen. Bleiben Sie stehen. Oh, ich sehe dir das. Sobald ich zu sehr Gas gebe, Alter, dieses Bimmeln, geht mir auf den Sack. Ich bin dran. Bleiben Sie stehen. Ah. Ja, warten Sie. Ich muss kurz drehen. Hä? Der ist abgehauen. Hä? Wo ist der hin? Der ist einfach jetzt in die andere Richtung. Oh, oh Gott. Damit kann ich ja gar nicht umgehen. Ja, die Deep-Ego-Perspektive ist schon... Scheiße. Also man darf echt nicht einfach nur Gas geben. Ah! Ja, okay. Hat nicht ganz geklappt. Na komm, einfach trotzdem rein. Ja, okay. Einfach rein funktioniert nicht so gut. Ich muss ihn in der richtigen Kurve erwischen. Jetzt. Bam! Oh, den habe ich. Bleiben Sie stehen, Herr Verstappen. Sie haben keine Chance mehr. 3, 2, 1. Bastelt. Junge, für dich mache ich nochmal hier. Jetzt werden wir die Frage beantworten. Polizei Formel 1 Wagen oder Lamborghini Aventador? Bleiben Sie stehen. Wir brauchen die Sirene. Okay, ich muss damit noch ein bisschen üben. Krass, wir sind schon auf 200. Ich ziehe jetzt komplett durch. 300 Stundenkilometer sind erreicht. Bleiben Sie stehen, Herr Lamborghini-Fahrer! 320. Alter Junge. Das eskaliert komplett. 330. Er bremst runter! Bam! Stopp! Uns geht's noch gut. Nee, unser Motor ist... Nein, unser Motor. Unten links sieht man's. Die Engine. Wir haben Motorschaden. Diesmal wird's was. Wir kommen immer weiter ran. Ich gehe in den Windschatten. Komm. Der Windschatten muss doch was bringen. Ich werde versuchen. Nee. Er hat eine krassere V-Max. Unser ist so bei 3,30, ist bei uns Schluss. Aber er zieht noch weiter. Oh, er bremst ein bisschen runter. Okay, jetzt geht's gleich rein in den Tunnel. Bam! Oh ja. Oh, lecker Schmecker. Bam, Junge. 3, 2. Was? Nein! Er fährt noch. Wir aber auch. Bleib stehen. Let's go! 3, 2, 1. Bastelt, Junge. Keine Chance. Easy going. Der lange Arm des Gesetzes. So, jetzt gibt's noch mal eine Spaßrunde auf der XXL-Sprungschanze. Formel-1-Auto gegen Formel-1-Auto. Bleiben Sie bitte stehen. Das kann nur... Wo ist der Boy hin? Der ist da einfach runtergesprungen. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Warum fährst du denn jetzt nicht los? Hä? Meiner fährt nur rückwärts. Hallo! Das ist die falsche Richtung. Warum machst du das denn jetzt? Ich bitte Sie. Das geht nicht gut aus. Da unten ist er. Kurz Traktion verloren. Ich springe ihn hinterher. Bleiben Sie stehen. Okay, bitte lande. Ja, sieht gut aus. Sieht gut. Oh ja, wir sind... Nein, aua. Ja. Der... Was? Wie ist die? Ich bin noch da. Ey, der andere... Kann ich noch fahren? Nee. Ja, im Kreis, Alter. Okay, ich bin mir sicher, dieses Mal schaffen wir es, Leute. Wir brauchen die Glückssirene. Aber ich schaff's... Vorher schaffe ich es nicht, an ihn ranzukommen. Ich muss einfach mit ganz viel Glück gut landen. Landen. Nicht so. Ja, was soll denn das? Und er, Buddha, war ich da. Vielleicht sollte ich einfach nicht so schnell springen, sodass ich früher aufkomme. Wisst ihr, was ich meine?
So mit 200. Weil wenn er komplett crasht, kann ich ihn verhaften. So, 200 km/h. Hopp. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Alter, ich fliege. Ich fliege. Was ist das denn? Junge, was? Was war das? Also es war irgendwie ein bisschen magisch. Oh, guck mal, wo ist er denn ganz hin? Also ich sag euch, das war jetzt nicht schlecht. Ja. Oh, das war... Junge, das war richtig gut. Wo ist er? Nein, er ist hier rechts runter. Da fällt ein Reifen. Nein, ey, ich gebe nicht auf. Dieser Nervige. Aber egal, wir haben jetzt eine richtig gute Strategie. 230. Ja, das liegt daran, dass der ja so einen Anpressdruck hat. 230 ist perfekt. 200, ja. Schön. Schöne, gute Landung. Nein, du... Junge, warum fliegst du denn so? Zack. Schön. Warum? Wohin fliegst du? Ja, vielleicht sogar eher 220. Ja. Oh, das war gut. Das war gut. Wo ist er? Wo ist der? Oh Gott. Jetzt. Au. Nein, Junge, jetzt er ist doch da vorne. Da vorne fährt er. Au. Mann. Ey. Immer wenn, guck mal, jetzt wäre er da perfekt gelandet. Ich hätte ihn verhaften können. Aber nein, ich flieg hier. Ich könnte ihn auf der Rampe kriegen. Ich könnte ihn auf der Rampe kriegen. Ja! Kommst du her? Kommst du her? Nee, 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 nee. Nein. Ich bin da. Kommst jetzt. Du kommst jetzt. Ja. Ja. 3, 2, 1. Bastelt! Let's go! So, Leute, das war's mit einer kleinen Runde von BeamNG. Wenn es euch gefallen hat, ihr Bock auf mehr habt, lasst auf jeden Fall ein Like da. Schaut unbedingt auf paluten.jump vorbei. Genauso wie auf meinem Paluten-Kanal. Danke fürs Zusehen. Haut rein. Ciao, ciao!